Seid alle bereit? Wir wissen nicht, was passiert. Wir brauchen super viel Munition. Droh, zwei und... Das wird eine Wumme. Propaganda. Genau, ihr habt's verstanden. Brauchen wir noch mehr Munition? Ja, mach voll. Doch. Das gehört, wir brauchen Munition. Warte. Ahoi! Wir sind heute nicht in meiner Werkstatt, denn wir sind heute auf Yara. Und hier habe ich mir eine, ziemlich geile Übergangswerkstatt besorgt. Denn hier auf Yara ist es so, hier werden Waffen noch selbst gebaut. Und genau das machen wir hier auch. Aber alleine kann ich das nicht. Und deshalb, bei mir sind Kamui, Maul, Tomari, Kalle und Shuyoka. Und wir wollen heute Waffen bauen. Und wenn ihr den ersten Teil bzw. das erste Video verpasst habt, ich verlinke es euch einmal hier oben. Nicht nur wir wollen Spaß haben, sondern auch ihr. Deswegen verlost das Gewinnerteam dreimal die Xbox Series S und die Collectors Edition. Und wer das Team ist, ist ja ganz klar, das sind wir. Denn das ist unsers. Und wir wollen jetzt auch weitermachen, denn sie haben nicht mehr... Was soll das? Genau, du gehst auch. Tschüss, tschüss. Gewinner-Team. Gewinnt aber ihr wollt ja nicht damit gewinnen, oder? Sicher, doch. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Das ist kein Ablenkungsmanöver. Ich hab schon am Anfang gesagt, das ist einfach nur eine Heizung. Wir wollen auch einfach nicht, dass ihr euch was abschaut, weil ihr keine eigenen Ideen habt. Ihr habt auch hier sind. Jetzt kommt der Deko-Part, okay? Und wir machen euch fertig. Der Deko-Part. Ja. Davor habe ich ganz besonders Angst. Ja, aber Deko. Also, wir machen jetzt weiter. Los geht's. Gut, gut, gut erkannt, mein Freund. Denn Zeit und Ressourcen sind auf Yara sehr knapp. Wenn man das wenig Vorhandene nicht so sinnvoll einsetzt, kann einen das Leben kosten. Wenn ich mir das hier so anschaue, dann werde ich aber ganz skeptisch. Also, ihr möchtet gern, Guerillas, hier ein friendly reminder. Diese hübsche Lady hier ist euer Beispiel. Ihr habt wenig Zeit, um mich vom Bachhocker zu hauen. Dafür braucht ihr einen eigenen Twist, einen coolen Guerilla-Look. Und funktionieren soll das Ganze noch, ne? Wer am Ende mehr Punkte hat, gewinnt. Und darf die Xboxen verlosen. Und die anderen, die bekommen Nixboxen. Also. Los. Vamos. A mover. A mover. A mover. Los, raus hier. Hast du die Pizza mitgebracht? Das ist ja selber bei den Lappen. Das ist mein Lappen. Oh Mann, wir müssen uns ranhalten. Habt ihr das Ding gesehen? Es war so shiny. Ja, aber die haben eine Heizung, damit kann man nichts machen. Aber es hat geglitzert. Ja, Ballermann, aber kein Ping Ping mitmachen. Sag nochmal. Gut, wir müssen dafür sorgen, dass es... Okay, okay, okay. So macht man das in real life. Also am Anfang bla bla bla. Aber bei uns kommt man direkt zur Sache. Also, ladies and gentlemen, the time is running again. Wir halten uns ran, aber wir haben Hunger. Juan, du hast uns Pizza versprochen. Hunger. Drei herbei. Vor zwei Stunden haben wir die bestellt. Gut, dann machen wir jetzt alle im Griff. Warte. Okay. Ich habe immer ein bisschen Respekt vor größeren Maschinen. Das hat der Tomari richtig, richtig gut gemacht. Yay! Das hat schon mal geklappt. Und der Kalle hat uns da auch super gut supportet. Und also ich bin total happy. Ich finde, wir haben das super gemacht. Teamwork ist eine wichtige Sache. Auch bei uns war Teamwork ein Thema. Ja. Zeig mal. Das Ding müssen wir jetzt noch. Sieht cool aus. Da kommt der Graf hin. Irgendwie so. So. Laut Plan müssen die Dinger nach unten schauen. Okay. Wer muss nach unten schauen? Du. Nach unten schaut's. Okay, das wird eine Wumme. Geil. Mit Gefühl, ja. Was ist mit Munition eigentlich? Was nehmen wir da? Ich habe eine Idee. Ich habe da vorne irgendwas gesehen. Warte mal. Okay. Hier. Leute, wir schießen nicht mit Patronen. Sondern mit T-Shirts. T-Shirts. Wieso? Ja, und wir knastern da hier unser Logo drauf. Schön. Propaganda. Revolutionsbeschleuniger durch Slogans. Propaganda. Ja, genau. Ihr habt's verstanden. Aber jetzt müssen wir das irgendwie drauf bekommen, ne? Was? Vielleicht dieser Juan. Vielleicht hat der was. Ich hoffe, der bringt da irgendwas vorbei. Jetzt. Mister, jede Bestellung ist da. Schick. Nicht vergessen, worum es hier geht, ne? Wenn mal keine ordentliche Waffe am Start ist, dann improvisieren wir eben mit Alltagsgegenständen. Denn wenn du dem Militär von Castillo plötzlich mit leeren Händen gegenüberstehst, hast du keine zweite Chance mehr. Du musst zur Ein-Personen-Kampfeinheit werden.
So, also. Machst du's? Dach. Dach. Das ist ein Dach. Gut. Dann Stern. So. Schick. Hey, das ist ein richtig geiler Stern geworden. Ich leg's mal eben zum Trocknen. Ihr könnt ja schon mal den Rest machen. So, pass auf. Ich säge das Teil eben zu. Vielleicht kannst du hier das Messingding irgendwie abflexen. Holz säge ich auch noch. Was machst du? Hält die Anleitung. Kannst du bitte noch den Plan hochhalten? Ich muss leider sogar noch mal sägen. Oder kann das einer mit der Hand durchsägen? Mit der Hand? Ja, sicher. Ich säge in der Zeit schon mal das Holz. Ich hab nicht das Gefühl, dass das so sollte. Das geht. Das ist schief. Nee. So, hat das geklappt? Ja, sie hat den Plan schief gehalten. Das haben wir hier ein bisschen schief gedreht. Ist völlig egal. Wir müssen Meter machen. Ich glaube, die anderen sind doch weiter als wir. Da muss vor allen Dingen gleich noch irgendwas drauf. Ich weiß nur nicht, wo das ist. Da ist der Plan. Kannst du jetzt bitte gerade halten, sonst wird es wieder schief. Nein, du musst das halten. Ich putze. Das ist mein Job. Kannst du das jetzt mal aufhören zu putzen? Sie hat gesagt, ich soll es putzen. Das ist alles gut. Jetzt kommt's. Ja, sie hat recht. Wir müssen nur unsere Gedanken bündeln. Kann gar nichts schief gehen. Dann haben wir den Deckel auch. Den Deckel haben wir. Was brauchen wir noch? So ein paar Teile haben wir schon fertig. Kannst du das jetzt vielleicht mal festschrauben, statt zu putzen? Ich gehe jetzt mal gucken, wie weit die sind, weil macht einfach. Ihr macht das schon und wir machen irgendwas. Wir machen das ganze Ding silbern, ja? Und dann machen wir Herzchen. Moin, ich wollte mal gucken, ach, wie. Ey, was soll das? Jonas, du gehst in dein Zimmer, es reicht langsam mit dir. Lass mich mal rüberkommen. Was soll das hier? Du hast aber kleine Finger. Ja, und das ist ein großes Messer. Also, was ist los? Wie sieht's da drüben aus? Das sieht aus wie ein Chlorrohr. Wie ein saugefährliches Chlorrohr. Also wir sollten jetzt einfach komplett reinhauen. Wir brauchen super viel Munition. Hast gehört, wir brauchen Munition. Achso. So, ich bin fertig. Kannst du mir hier bei den Schrauben ja noch helfen, wenn du magst? Oh, wo kommt der denn jetzt her? Gütersloh. Nice. Achtung, es wird spannend. Besonders in Erinnerung ist mir geblieben der Spannmoment, als wir die Knarre gespannt haben. Weil da zeigt sich dann, ob das Ding auseinanderfliegt oder nicht. Was machst du denn? Spannend. Oh Gott. Oh. Ich hatte ein bisschen Angst. Da habe ich nicht ganz in unsere Fähigkeiten vertraut. Jetzt kein Fehler. Anscheinend funktioniert es. So, wie viel haben wir? Kann ich das schon benutzen hier? Ja, schau, dass es bitte nicht kaputt geht. Das ist hochsensible Technologie. Brauchen wir noch mehr Munition? Ja, nee. Mach voll. Doch, ist noch nicht voll. Na, halt du das Ding fest. Der Moment, der für mich am besondersten war, dass ich jetzt die Munition liefern durfte, weil das ist ja bekanntlich das Wichtigste an der Waffe. Und damit habe ich mich das erste Mal wirklich gewertschätzt gefühlt von meinem Team. So, noch 10, dann haben wir es. Hier, er wollte Musik. Mach mal hier einfach ein bisschen Heißkleber drauf. So? Bisschen mehr. Kommt da nichts mehr raus? Ich mach schon mit Gewalt. Das reicht. So, let's go. Jetzt machen wir die nass mit unseren CDs. Ich glaube, wir sollten das Ding noch ein bisschen verschönern. Ich habe eine mega nice Sache mitgeschmuggelt. Wir brauchen einen Griff. So einen Danger-Griff, oder? Der Griff ist auch das Gefährlichste. Jetzt sieht es auch sehr viel gefährlicher aus. Ne? Ja, ist nice. Was? Das ist eine coole Sonne. Eine coole Sonne? Guck doch mal, die hat einen Drink. Also was mich immer an dieses Projekt erinnern wird, ist die Sonne. Weil die hat gelacht. Und wir haben eigentlich auch gelacht, aber auch geweint. So, jetzt bist auch du cool. My gun is much bigger. Na, das sieht doch gut aus, oder? Oha, der zweite Gang ist richtig nice. Das wird mega impressive. Du hast es auch schon mal gemacht, ne? Oh ja, so oft. Ja. Was haltet ihr davon? Mega geil. Ich dachte erst, das würde überhaupt nicht funktionieren mit der Farbe. Schick, aber das ist richtig oder? Glänzend. Das ist aber, jetzt brauch mal Herz hier. Das sieht aus, als wäre es richtig Wichtigste. Silber. Das Wichtigste. Okay, warte. Pink? Rosa Farbe. Oder Gold? Perfekt. Einfach hier so geil halten. Das langt schon. Ja. Oh, OMG. Das ist geil. Herzchen. Zwei Herzchen. Das ist geil. Ja, das okay, ist warte. So. Aber drehen, sonst verläuft es jetzt gerade, oder? Nee, das ganz. Okay, das passt. Jo. Das passt. So zwei Sprühe. Wunderschön. Dieses Besprayen dann, wenn man diese Schablone außenrum hinlegt und dann einfach einmal so tft, und dann hast du dieses Herz da, das ist super satisfying einfach. Bist du ready? Ja. Das sieht so schön aus. Jetzt muss nochmal trocknen, ne? Das sieht so schön aus. Pusten.
Tja, jetzt schauen wir mal, was die anderen gemacht haben, ne? Die haben eine Heizung. So, zeigen wir dir mal unseren Ballermann, ne? Moin! Ja, da sind wir, ne? Hier, was sagt er? Ja, schönes Ding am Start. Was ist das denn? Schau mal. Das ist unsere Liebeskanone. Das ist eine Waffe, oder? Was sagt er? Liebestöterkanone, das sieht aus wie eine Unterhose, die er da verschickt. Nein! Das sind T-Shirts. Das sind Botschaften. Revolution geht immer durchs Herz. Na klar, wir schießen den Leuten hier schön so ein T-Shirt an den Kopf und dann ziehen wir das. Du willst eine Revolution gewinnen, nicht dein Merch verkaufen. Ja, aber wir wollen auch nicht ein noch wärmeres Klima noch wärmer machen. Was ist das denn für eine Heizung mit einem Jukebox drauf? Das ist Rock. Mit Good Vibes Only. Wow. Ei, ei, ei. Hier bringt ja mein Guerilla-Herz fast zum Taumeln. Dann lass mal sehen, was die Dinger können. Also, da kommt hinten erstmal Druckluft rein. 2 bar. Hier. Dann ist es angestaut. Dann machst du das auf. Peng. Lass mal sehen. Ja. So, das Baby ist voll. Viel Spaß. Jo. So, geh mal einen Schritt zur Seite, Freunde. Ja, denn okay, jetzt werden wir den Ballermann mal loslassen, nicht wahr? Droh, 2 und so! Ja. Sehr gut. Gut gemacht. Das ist ein T-Shirt. Ja. Revolution. Revolution. So. Jetzt seid ihr dran. Wir zeigen da mal, wie es richtig geht, ne? Schritt zur Seite. Ja. Seid alle bereit? Warte. Wir wissen nicht, was passiert. Warum nicht? Jetzt. Puta madre, tío! Qué bueno esto! Yes! Ja, genau. Sí, señor! Aha! Alle her, bitte. So. Geiles Ding. Also von der Optik 1A. Fantastisch. Es schießt auch wie eine richtige Kanone. Sagst also du und Liebeskanone. Was Eigenes kann man auch hier erkennen. 3 Punkte geben. Auf jeden Fall. Fantastisch. Geil. Ha, und was haben wir hier? Schau dir das an. Fantastisch. Kann auch Discos Locos schießen. Also vom Design nicht so guerillamäßig, aber echt futuristisch geil. Mal, die Sonne. Hast du schon? Und die Sonne. Echt. Ich würde sagen, ihr bekommt auch 3 Punkte. Also Gleichstand. Wir haben eine Scheißheizung gebaut, das kann nicht euer Ernst sein. So, der Bastelspaß ist noch nicht vorbei, denn selbst auf Yara gilt, hinten sind die Schweine fett. Also wer am Ende gewinnt, darf die Xboxen verlosen. Ihr 6, ihr habt noch mal die Kurve gekriegt. Versaut es nicht wieder, wenn wir bei der nächsten Folge noch einen draufschnallen, denn kein Guerilla kommt aus ohne Rucksack. Und damit meine ich nicht so ein albernes Trekkingteil, wie ihr so gerne mit euch rumschleppt. Auf Yara heißt es Knüppel aus dem Sack oder Granaten oder Giftgas. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, preparados? Nicht schlecht, Danny, aber du hast noch viel zu lernen. Du kämpfst allein gegen eine ganze Armee. Wenn es zur Sache geht, nutzen wir alles, was uns in die Finger kommt. Wir nennen es Improvisieren. Du wirst es lieben, Danny. Spiele auf der brandneuen Xbox. Naja, Leute, das war doch mal eine geile Challenge, auch wenn es heute irgendwie gar keinen echten Gewinner gab. Aber am 6.10. gibt es den 3. Teil auf Kamuis Kanal und das große Finale auf Shuyokas Kanal. Das Wichtige ist, ihr könnt in der Zwischenzeit bis zum 5.10. noch beim Gewinnspiel mitmachen. Wie das geht und alle Infos zu den Videos und alles drumherum findet ihr unten in der Infobox. Und mir bleibt euch nur noch eins zu sagen. Ciao. Jonas, ganz kurz. Pizza, wir haben die bestellt. Ist wo sind die gerade einfach aus deinem eigenen Video gegangen? Können wir auch? Okay, ja. Tschö.